vor dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles geb ich dir, Herr, alles geb ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles geb ich dir, Herr, und ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr, tu, was auch immer du willst, Herr. Wir schaffen Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles geb ich dir, Herr, alles geb ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles geb ich dir, Herr. Shopping.
Seid alle ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Lobpreisabend heute. Auch herzlich willkommen alle, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, hier im Haus, hier bei so einem Lobpreisabend. Es ist in mehrerer Hinsicht ein besonderer Lobpreisabend. Zum ersten, es ist der erste im Jahr 2023. Wir haben das hier alle zwei Wochen, ein überkonfessioneller Abend, wo wir gemeinsam Gott anbeten wollen. Dann ist noch besonders, dass die Jüngerschaftsschule für dieses Jahr gestern losgegangen ist. Die sind jetzt dieses Wochenende hier im Haus. 70 Leute mehr als sonst. Ein herzliches Willkommen an alle Jüngerschaftsschüler, die dieses Jahr dabei sind. Es ist ganz stark, dass ihr da seid. Dann ist noch besonders, dass dieser Lobpreisabend im Rahmen der Allianz Gebetswoche stattfindet dieses Jahr. Wir haben hier in Annaberg eine große Artenvielfalt an Gemeinden, an verschiedenen Konfessionen und sind diese Woche und sogar noch nächste Woche ein paar Tage zusammen im Gebet. Und heute Abend wollen wir das genauso tun. Wir wollen also Zeit auch für gemeinsames Gebet haben. Wie das funktioniert, erkläre ich später. Und auch Zeit für Anbetung, dass wir Gott loben. Darauf liegt ein Schwerpunkt an diesem Abend heute. Und alle sind eingeladen, von Herzen her mitzumachen und sich darauf einzulassen. Herzlich willkommen auch alle, die am Livestream dabei sind, die sich das heute oder auch im Nachhinein anschauen. Wir beten, dass auch all diejenigen im Herzen angesprochen sind und eine Begegnung mit Gott haben durch das, was hier heute Abend passiert. Wir freuen uns auch, dass der Frank Otto da ist. Der wird die Predigt heute Abend halten. Und noch wissen wir ja gar nicht, ob es so gut wird. Nee, wir rechnen damit. Der Frank wird uns mitnehmen in das Thema des Abends. Also bei der Allianz Gebetswoche ist für jeden Tag ein Thema vorgesehen und das Thema heute ist Freude im Leid. Und das wird an mehreren Stellen heute Abend hier eine Rolle spielen. Von daher können wir gespannt sein und uns auf dieses Thema einlassen. Der Abend läuft grundsätzlich so, für alle, die das noch nicht kennen, dass wir gleich eine Lobpreiszeit haben, wo wir zusammen singen und Gott damit anbeten. Dann werden wir auch Zeiten des gemeinsamen Gebets haben und es wird auch einige Zeugnisse geben, wo Leute erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und es wird eine Predigt geben und so werden wir gemeinsam gut durch den Abend kommen. Es geht länger als die normalen Allianz-Gebetsabende, die wir gewöhnt sind. Von daher hoffe ich, ihr habt alle Geduld mitgebracht und seid voll dabei. Herzlichen Dank an alle, die das hier gestalten, vor und hinter den Kulissen, die Techniker, die Leute, die hier oben den Imbiss vorbereiten und die unten die Kinder nachher mit einem Kinderprogramm beschenken. Und auch Dank an alle, die beim letzten Mal schon beim Lobpreisabend dabei waren und die Kollekte, sich an der Kollekte beteiligt haben. Letztes Mal ging das Geld nach Bautzen zu dem Dienst von Jürgen Werth, der im offenen sozialchristlichen Hilfswerk ein Urgestein ist und dort einen ganz wichtigen Dienst leistet. Und da wurden 255,92 Euro gesammelt. Heute Abend die Kollekte ist zur Hälfte für die Anliegen der Evangelischen Allianz, die für diesen Tag vorgesehen sind, und zur Hälfte für den Dienst von Ottos hier im Rahmen der Arbeit von Licht auf dem Berg. Dann doch, ich bin gleich durch mit meinen ganzen Ansagen, ein Hinweis, der nächste Lobpreisabend findet am 28. Januar statt und da wird die Nicole Borisiuk predigen, die auch hier ist. Da freuen wir uns auch schon ganz sehr drauf. Und noch eine Werbung für ein Seminar, was dieses Jahr stattfindet. Leben in Freiheit heißt es, das ist ein Seelsorgeseminar von Seelsorger für Seelsorger, für Multiplikation, auch in den Gemeinden gedacht. Schaut euch das mal an. Auf der Internetseite von Licht auf dem Berg gibt es alle Informationen dazu. Das Seminar findet vom 27. bis 30. April statt und man kann sich dafür schon anmelden. Das ist in Zusammenarbeit mit Campus für Christus. Wir freuen uns, dass da aus der Schweiz einige kommen, die uns hier bei diesem Thema weiterhelfen. Nun möchte ich beten und dann gehen wir in eine Zeit der Anbetung. Jesus, wir danken dir, dass wir so mit so vielen Leuten hier zusammen sein können, um dich zu loben, um von dir was wahrzunehmen, um uns auf dich auszurichten. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du
uns im Herzen ansprichst, gerade mit dem Thema Freude im Leid, dass wir was von dir empfangen können heute Abend. Und ich bitte dich auch, dass du uns eins machst. In all unserer Unterschiedlichkeit stehen wir gemeinsam vor dir und wir wollen als Christen aus so unterschiedlichen Hintergründen, wollen wir hier heute Abend ganz neu auch ergreifen und festmachen, dass du größer bist als alles, was uns trennt. Und dass wir auf dich schauen, dass wir dich anbeten und dich erheben wollen über allem, was uns persönlich oder auch in den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften Sorgen macht und was uns belastet, wollen wir auf dich schauen und von dir, Herr, alles erwarten, weil du alles bist, was wir brauchen, Herr. Alle Ehre gehört dir. Amen. Ich empfinde es als ein ganz, ganz großes Privileg, dass wir gemeinsam in dieser Menge hier Gott zusammen anbeten dürfen, über Konfessionsgrenzen hinweg, über Altersgrenzen hinweg. Und ich glaube, das ist ein Ort, wo der Heilige Geist und wo Gott sich selber wohlfühlt. Da, wo wir über diese Grenzen hinweg uns entscheiden, gemeinsam ihn in den Fokus zu stellen, ihn anzubeten. Und da freue ich mich total dran, da habe ich eine innere Freude darüber. Und Gottes Wort sagt selber auch, wie lieblich ist es, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und das dürfen wir heute Abend feiern und genießen und so Gott gemeinsam anbeten. Da freue ich mich sehr drüber. Deswegen, wenn ihr könnt und wollt, steht gerne mit uns auf. Lasst uns Gott anbeten und ihm in voller Masse und Lautstärke zusingen, dass er gut ist und dass er der Gott ist, zu dem wir gehören. Du bist gut, alle Zeit, alle
Jesus, du bist gut. Wir glauben, du bist gut. Jesus, du bist gut. Alle Zeit bist du gut. Oh, du bist gut. Alle Zeit bist du gut. Jesus, du bist gut. Gott bist, der gut ist, der beständig ist, dessen Herz für uns voller Liebe ist, voller Zuwendung, der alle Dinge in der Hand hält, alles im Himmel und auf Erden, Herr, ist dir unterstellt und dir allein. Und ich danke dir, dass wir unter dir vereint sind, Herr, dass du unser König bist, Jesus, dass du unser Herr bist, dass du der bist, der uns gerettet hat, Jesus. Danke, dass wir dich kennen dürfen, Herr, danke, dass du hier bist, dass du verheißen hast, mitten unter uns zu sein, wo wir uns in deinem Namen versammeln. Jesus, wir ehren dich und erheben dich.
Jeshua, wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Herrschaft, wir erheben deinen Namen, Jeshua, wir erheben. Sie kennen nicht hören und sie kennen nicht singen, aber mein Gott lebt.
Wenn er scheint in Herrlichkeit.
Herrlichkeit und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält bis an das Ende dieser Zeit, wenn er scheint in Herrlichkeit.
so füll mich neu, Herr, mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Denn ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. So füll mich neu. Die Kinder sind jetzt eingeladen, eine Etage tiefer zu gehen. Dort wird es für euch ein Programm geben. Seid ganz sehr gesegnet. Eine ganz schöne Zeit euch. Vielleicht werden dadurch auch einige Plätze frei. Ich hoffe, jeder findet einen. Wir haben auch hier oben ansonsten ein Raum, wo das übertragen wird. Aber hier sind auch noch mehrere Plätze jetzt frei. Ja, wir wollen inzwischen eine Zeit des Gebets haben, des gemeinsamen Gebets. Das ist ja mit so vielen Leuten gar nicht so leicht zu realisieren. Wir machen das hier immer so, dass wir gemeinsam beten in kleinen Gruppen. Für die, die das können, die das kennen, die das auf dem Herzen haben, sind alle eingeladen, sich dann gleich in Gruppen, so vielleicht immer so zwei Reihen in so einem Block, einander zuzuwenden und gemeinsam zu beten. Wer damit nicht vertraut ist und das nicht kennt, der muss dann natürlich nicht mitmachen, der kann das einfach im Inneren, im Herzen mitvollziehen und einfach dabei sein. Wir wollen beten für unsere Gemeinden hier in der Stadt, für das, was an geistlichem Leben da ist, oder vielleicht nicht mehr da ist oder noch nicht da ist, dass wir beten, dass Gott hineinkommt in unsere Gemeinden, dass geistliches Leben unter uns wächst, hier in der Stadt, hier in der Region. Und vielleicht können wir gleich, wenn wir in den Gebetsgruppen sind, uns mal ganz kurz gegenseitig sagen, aus welchen Gemeinden wir kommen, wo wir Erfahrungen gesammelt haben und wofür wir dankbar sind. Und dann Gott dafür danken. Also diese erste Gebetszeit jetzt, die steht unter dem Blickwinkel des Danks, dass wir Gott loben wollen für das, was da ist, für das, was er geschenkt hat und für das, was er noch schenken wird. Während wir gleich beten, machen wir es so, dass wir die Fenster öffnen, dass hier nochmal kurz ein frischer Wind durchweht. Diejenigen, die am Livestream dabei sind, die werden gleich nichts hören und nur das Kreuz hier vorne sehen. Ihr könnt natürlich genauso in dieser Zeit beten und diese Gebetszeit wird dann mit einem Lied von hier vorne abgeschlossen. Und nun können wir uns einander zuwenden und beten. Thank you.
vergeht mir Kraft und Leib, so bleibst du doch Gott, mein Trost und Heil in der größten Not, im Tief. Denn hier, nah bei dir, ist der Himmel auf Erden, Leben im Sterben hab ich nur dich, frag ich nicht. Nach Himmel und Erde, Leben und Sterben, Jesus, denn hier, nah bei dir, ist der Himmel auf Erden, Leben im Sterben. Wir wollen jetzt noch von drei Leuten kurz was hören, was sie mit Gott erlebt haben. Und wir freuen uns, dass Nicole da ist. Die kann gleich mal starten und etwas mit uns teilen. Als der Robert mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich was erzählen kann zu dem Thema, habe ich Ja gesagt und danach habe ich gedacht, warum hast du Ja gesagt? Weil zu dem Thema Freude im Leid, als ich mir dann überlegt habe, was kann ich dazu erzählen, muss ich sagen, dass ich eigentlich, dass es schwierig für mich ist zu sagen, dass ich Freude im Leid erlebe, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, also einige vielleicht kennen unsere Geschichte nicht, deswegen sage ich es nochmal ganz kurz, habt Geduld, die sie kennen. Ich muss es einfach nochmal kurz erzählen. Also
Wir als Familie haben bis Februar, 25. Februar letzten Jahres in der Ukraine einen Dienst geleitet für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, Kinder und Jugendliche. Wir hatten 3 Tageszentren, die jeden Tag offen hatten und jeden Tag bis zu 120 Kinder kamen, um Mittag zu kochen zusammen, gemeinsam zu beten, Gott zu loben, Gott kennenzulernen. Und wir haben so als große Familie zusammengelebt. Und dann kam der schlimmste Tag, wie ich immer sage, in meinem Leben, der 24. Februar 2022. Und von einem Tag auf den anderen hat sich alles verändert. Und wenn ich zurückblicke, habe ich von einem Tag auf den anderen eigentlich alles verloren, was mir lieb ist. Das war unser Dienst, den ich von ganzem Herzen gemacht habe. Mich hat Gott mit 21 Jahren in die Ukraine geschickt. Dieses Jahr wäre ich 48, als die mehr als die Hälfte meines Lebens, eigentlich den größten Teil meines bewussten Lebens, habe ich in der Ukraine zugebracht, 27 Jahre. Und ich hab wirklich gewusst, ich bin von Gott dorthin gestellt. Gott hat mir einen wunderbaren Mann dort geschenkt. Wir haben das zusammen gemacht. Und wir hatten viele Pläne auch, wie es weitergeht. Also man macht ja mit 45 oder mit 47 nicht, denkt man nicht, jetzt ist das Leben vorbei, sondern man hat mindestens für nochmal 30, 40 Jahre gute Pläne, wie wir weiter Gott dienen wollten. Und wir hatten ja einfach Ideen und das war alles vorbei an dem 24. Februar. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, auch auf Gottes Weisung hin, dass ich mit Flüchtlingen hier oder mit Frauen und Kindern nach Deutschland flüchte und mein Mann in der Ukraine bleibt, weil erstens er nicht ausreisen konnte, weil er jünger ist als 60 und zweitens, weil ja dort auch viele Leute zurückgeblieben waren, die uns wichtig sind. Und und dann wusste man nicht, für wie lange diese Trennung sein würde. Und dann begann eine lange Leidenszeit. Und das war nicht die erste Leidenszeit in unserem Leben. Wir haben auch vorher schon schlimme Sachen erlebt. Und ich möchte sagen, dass Gott jedes Leid ernst nimmt. Vielleicht hast du nicht das so erlebt wie ich. Du erlebst ganz anderes Leid. Vielleicht fühlst du dich total einsam und verlassen oder du machst eine schlimme Krankheit durch oder du begleitest jemanden, der dir ganz wichtig ist, beim Sterben oder durch eine Krankheit. Und das sind alles ganz schlimme Sachen. Vielleicht wirst du in der Schule gemobbt und kannst mit niemandem drüber reden und das ist ganz schlimm. Das hat zum Beispiel meine jüngste Tochter erlebt und hat es jahrelang niemandem groß erzählt. Und also es gibt ganz viele verschiedene Leidenssituationen und ich will euch heute sagen, Gott sieht uns in dem Leid. Und ich kann nicht sagen Freude im Leid, aber ich kann sagen, Gott sieht uns im Leid. Und das möchte ich, dass ihr das heute auch mit nach Hause nehmt. Das war, also unsere, jetzt die letzte Leidenszeit ist einfach das Schlimme an der Situation für viele Ukrainer oder Flüchtlinge auch aus anderen Ländern ist, denke ich, dass man von einem Tag auf den anderen alle Sicherheiten verliert, geliebte Menschen zurücklassen muss mit einer Unsicherheit, ob man die überhaupt irgendwann wieder sieht. Und plötzlich hat man nichts mehr außer Jesus. Aber wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Und ich muss sagen, die letzten Monate waren für mich wirklich die schlimmsten Monate in meinem Leben. Weil ich so viele Fragen auch an Gott hatte, wie es weitergeht und immer noch habe. Aber was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass Gott mit mir ist in dieser Leidenszeit. Dass ich erlebe, wie er meine Seele ruhig macht, wenn ich ganz traurig bin. Und da helfen mir verschiedene Sachen, die will ich ganz kurz nennen. Manchmal ist es so, dass man nicht mal Kraft hat, die Bibel aufzuschlagen und selber zu lesen. Dann hat Gott mir eine Idee gegeben, hat gesagt, du hast auf deinem Handy eine App, da ist eine Bibel drin, YouVersion, kennen vielleicht einige. Da kann man sich die Bibel vorlesen lassen. Und das mache ich. Da klicke ich einfach drauf, wenn schlimme Gedanken kommen und lass mir Wort Gottes vorlesen. Und ich merke, wie meine Seele ruhig wird. Oder ich mache mir Lobpreislieder an. Anstelle, dass ich mich entscheide, in dieser Not und in diesem Leid zu versauern, werde ich aktiv und tue wenigstens ganz kleine Schritte. Das muss nichts Großes sein. Aber ich wende mich zu Jesus hin und rufe zu Jesus. Und ich habe in diesen letzten Wochen so oft erlebt, dass Gott übernatürlich kam in mein Auto, in mein Zimmer und mich getröstet hat und mir Hoffnung gibt für die Zukunft. Dass es auch nach 48 nochmal ganz neu woanders oder eventuell auch in der Ukraine wieder neu weitergehen kann. Dass Gott immer was Neues schaffen kann.
Und er zeigt mir Dinge in seinem Wort, die ich vorher nicht so gesehen habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich hoffe einfach, dass wenn wir gemeinsam dann durch diese Zeit durch sind, auch als Familie und als Dienst, dass wir noch ein viel stärkeres Zeugnis haben werden für Menschen, die auch keine Hoffnung haben, dass wirklich Jesus lebendige Hoffnung ist. Und ich habe ein Foto von einer kleinen Gebetserhörung in der letzten Zeit. Wir sind als Familie wirklich in letzter Zeit, wir sind eigentlich zu viert. Wir haben zwei Töchter, Rebecca und Sarah, das ist Rebecca. Und wir leben zu viert in vier verschiedenen Ländern im Moment. Und wir sind eine sehr enge Familie und das ist ziemlich schwer. Unsere Jüngste, die jetzt nicht auf dem Foto ist, die ist gerade in Costa Rica mit Jugend mit einer Mission auf Einsatz. Die ist seit anderthalb Jahren in einer Schule, Missionsschule in Norwegen und ist jetzt dort Mitarbeiter. Und die sind gerade in Costa Rica und hat gerade kein Internet. Also ich habe sie vorige Woche das letzte Mal gesprochen. Sind irgendwo im Dschungel. Und Weihnachten war eine ganz schwierige Zeit, weil da kam ganz viel hoch. Also Erinnerungen, schöne Erinnerungen an die Ukraine, an die gemeinsamen Feiern mit den Kindern, an die vielen Aktionen, die wir machen durften, wo wir viele Leute immer beschenken durften. Und ich war sehr geknickt, muss ich sagen. Und es war auch nicht abzusehen, ob mein Mann mal zu Besuch kommen könnte. Und viele Leute haben gebetet, und um so eine kleine Freude im Leid mitzuteilen, mein Mann konnte am 24. Dezember kam er für 6 Tage ins Erzgebirge. Wir hatten 6 schöne Tage als Familie. Meine Tochter hat ihren Vater das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder gesehen. Und das war einfach was, wofür wir sehr dankbar sind. Und was im Leid auch hilft, ist immer was zu suchen, wofür wir dankbar sein können. Es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. Und das Letzte, was mir auch hilft im Leid, ist zu wissen, dass am Ende alles gut wird. Wenn nicht hier auf der Erde, dann im Himmel. Und dann gehen wir ja alle hin. Wir sind ja nicht Bürger von Deutschland, nicht Bürger der Ukraine in erster Linie, sondern Himmelsbürger. Und das ist eine Freude im Leid. Amen. Ganz herzlichen Dank, dass du das geteilt hast mit uns, Nicole. Das wollen wir tun. Wir beten gleich nochmal für dich und für eure Familie. Jesus, wir legen dir das hin, auch dieses Leiden, was nicht nur über Nicole und ihre Familie gekommen ist, sondern über ein ganzes Volk. Und Herr, wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du mit deiner Macht, aber auch mit deinem Trost kommst. Und dass Nicole mit ihrer Familie, mit Slavik und den Töchtern und auch alle, die hierher geflüchtet sind, dass sie eine Erfahrung mit deinem Trost machen. Dein Geist wird der Tröster genannt in deinem Wort, und wir bitten dich, dass diejenigen, die jetzt hier sind und auch die, die in der Ukraine geblieben sind, dass sie eine Begegnung mit deinem Geist haben, der Tröster ist, der Helfer ist, der durchhilft, der durchträgt durch diese Zeit. Darum bitten wir dich, Herr. Amen. Wir wollen noch kurz 2 Zeugnisse hören. Die Vanessa von der Jüngerschaftsschule erzählt was. Genau, hi, ich bin die Vanessa und ich mache dieses Jahr Jüs hier. Und genau, auch ich habe in meinem Leben Leid erfahren, aber darin bin ich einfach Gott begegnet. Genau, als ich 14 war, hatte ich Probleme mit Selbstverletzung und mit einer Essstörung. Und ihr müsst halt wissen, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und meine Familienverhältnisse waren einfach generell sehr schwierig. Genau, ich habe mich nicht gut mit meiner Mutter verstanden und wir haben uns einfach auch sehr oft gestritten. Und das hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann dann von zu Hause ausgezogen bin und ein Ehepaar aus meiner Gemeinde, die haben mich dann bei sich aufgenommen. Und genau, bei denen habe ich dann auch 2 Jahre lang gewohnt. Und Gott hat mir halt genau in den 2 Jahren das gegeben, was ich in dem Moment gebraucht habe, nämlich eine Familie und auch einen Vater, weil ich konnte mir Gott überhaupt nicht als Vater vorstellen, einfach weil ich diese Vaterrolle überhaupt nicht hatte in meinem Leben. Und dadurch habe ich halt erfahren, dass Gott auch wie ein Vater zu mir ist, und er hat mir einfach seine Liebe auch gezeigt durch die Familie, bei der ich gewohnt habe. Genau, und ich bin dann auch auf viele Rüstzeiten gefahren, war auch ein paar Mal in der Klinik und habe dann bei einer Rüstzeit in Annaberg mein Leben nochmal neu Jesus gegeben und habe mich frei davon gemacht, von der Selbstverletzung und von der Essstörung.
Und es war zwar nicht direkt auf Anhieb alles gut und es hat auch eine Weile gedauert. Ich war dann mit 18, hat mich Gott dann freigemacht. Und es war zwar nicht von jetzt auf gleich, aber Jesus hat mich freigemacht und Jesus hat mein Leben verändert. Und genau. Und jetzt bist du verheiratet. Ja, genau, jetzt bin ich verheiratet. Halleluja, kann man dazu nur sagen. Und jetzt noch der Leon, ganz kurz. Er hat sich vorhin gemeldet und erzählt auch noch was. Danke dir. Ich freue mich unglaublich, wieder bei euch zu sein. Ich studiere gerade an der Bibelschule in Nordrhein-Westfalen und ich war im Sommer im Praktikum in Athen. Und war dort mit krassem Leid konfrontiert und habe viele Obdachlose gesehen, viele Drogenabhängige, Prostituierte. Also voll in der Welt, sozusagen, wie wir es sagen würden. Die Zustände dort, ich halte mich mal nicht zurück, absolut beschissen. Total dreckig, alles total verranzt. Und ich habe mich gefragt, Gott, was soll das? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich den Leuten helfen? Und ich war unglaublich unfähig, ich war unfähig zu beten, hatte keine Ahnung, habe mich einfach nur gefragt, Gott, was soll ich hier tun? Und was mir bewusst geworden ist, ist, es geht um Gottes Liebe. Es geht um Gottes Liebe von ihm zu mir und nicht, dass ich die Verantwortung habe für all das, was mir da begegnet. Und das möchte ich euch zum einen mitgeben. Und was mich persönlich berührt hat, war Psalm 139, der sagt, du kannst nicht fliehen und du musst auch gar nicht fliehen, du musst zu mir kommen, egal wohin du gehst, ich bin da und ich bin in der Hand von Gott und nicht in der Hand vom Teufel und das ist mir da bewusst geworden. Hey, und ihr könnt euch wirklich freuen, wenn ihr auf Gott schaut und wenn ihr euch nicht von dem Leid überwältigen lasst, es muss euch nicht überwältigen. Genau. Vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns ganz sehr auf das, was der Frank mit uns teilt zu diesem Thema. Ja, liebe Grüße auch nochmal von mir zu euch hin. Ich freue mich, dass ihr da seid und die Räumlichkeiten hier so gefüllt sind, wie sie lange nicht waren. Dem Herrn sei Dank für eine Allianz-Gebetswoche, durch die Leute noch dazugekommen sind und für die Jüngerschaftsschule, durch die wir gleich mal in diesem Jahr 70 Leute mehr sind als üblicherweise zum Lobpreisabend. Dem Herrn sei Dank für alles, was er schenkt an Leben. Der Herr ist Leben und er will Leben geben, auch mitten im Leid. Ja, machen wir gleich mal mit der Präsentation weiter. Freude im Leid, das ist das Thema heute Abend und es gibt einen festen Bibeltext von der Allianz-Gebetswoche dafür. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich denke, es ist euch auch so gegangen bei den Zeugnissen. Man ist richtig dabei, wenn jemand sein Zeugnis auch des Leides weitergibt vor uns, die wir ja zum Leib Jesu gehören. Alle miteinander bilden wir nach Jesu Worten oder hier nach Paulus Worten den Leib Jesu und freuen uns daran, dass wir zusammengehören zu einer großen, ja, zu einem großen Leib erstmal, zu einer großen Familie, könnte man auch sagen. Und wenn einer leidet, dann ist es gut, wenn uns das berührt, wenn uns das unter die Haut geht. Ging mir schon so, Nicole, als du im Dezember erzählt hast, von dem, dass in unserer schönen Erzgebirgs-Adventszeit, die wir so genießen als Erzgebirger, dass du da mittendrin bist und aber Leid im Herzen hast und dich nicht so mit freuen kannst. Das ging mir unter die Haut und das ging vielen, denke ich, von uns unter die Haut. Wir haben gemerkt, das ist was, was uns nicht kalt lässt. Wir gehören zusammen und wir nehmen, auch wenn es nur bruchstückhaft ist, etwas davon wahr.
was du an Schwerem erleidest. Wir leiden mit. Und das ist schön, dass es so ist, dass uns der Herr zusammengestellt hat. Ich hoffe, dass auch bei dir was ankommt, mitten im Leid, auch von ja, dem, was wir an Guten auch im Herzen erleben dürfen mit dem Herrn. Mir hat mal sehr gefallen, auch in dem Zusammenhang, als ich das Thema des Abends zuerst gelesen habe, da habe ich an so ein altes Kirchenlied gedacht. In dir ist Freude in allem Leide. Das ist der Grund unserer Freude. Nicht, dass wir einfach Advent feiern, hutzen gehen und alles schön machen. Das nicht. In dir ist Freude in allem Leide. Und das hat mich total auch berührt. Dieses alte Kirchenlied, diese Wahrheit, die jemand da hineingelegt hat, die uns allen helfen kann, mitten im Leid. Wer von uns hat noch kein Leid erlebt? Könnt ihr mal fragen. Gesegnet seid ihr, wenn ihr euch jetzt melden würdet. Ich lasse es mal mit dem Melden. Es ist auch schön, wenn wir Freude erleben und Freude teilen können. Aber im Leid haben wir es besonders nötig. Es geht dann weiter, der Text. Das will ich euch auch noch einen Vers weiter verraten. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Hier wird es nochmal richtig so ausgesprochen von Paulus. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Ich möchte euch auch so anreden. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Das gilt uns, das gilt euch. Danke, Herr, kann man da nur sagen. Und danke, dass du unser Haupt sein willst im Leib. Dass von dir her alles gelenkt, gesteuert werden soll, was unter uns passiert. Wie wohlgänge es der Welt um uns herum, wenn das wirklich immer so wäre und der Leib nicht auch Krankheit erleben würde. Leider erlebt der Leib Jesu auch einiges an Krankem im Miteinander. Ja, Gott hat uns zusammengefügt als einen Leib und er will etwas. Gott will, dass keine Spaltung in seinem Leib der Gemeinde sei. Kein böses Gerede und kein Gegeneinander. Wunderbar wäre es, wenn es so wäre. Und wenn ich aber nur an manche sozialen Medien denke, die wir gebrauchen, auf denen wir uns anders schreiben, als wenn wir uns hier begegnen, Auge in Auge, und uns sehen, dann habe ich schon erlebt, dass liebe Geschwister per Facebook sich Dinge an den Kopf geworfen haben, die sie nie sagen würden, wenn sie Auge in Auge gegenüberstehen würden. Aber es wurden dort Dinge geteilt, die wehgetan haben. Und das ist schlimm, wenn wir Christen sowas tun. Das fördert Spaltung statt Einheit. Der Herr will Einheit. Er wünscht sich Einheit. Er sehnt sich danach. Er hat darum gebetet. Jesus selber hat gebetet, Vater, mach sie eins. Da muss man sich ja erst mal fragen, warum gibt es denn Gründe für Spaltung oder was kann man sich denn da an den Kopf werfen? Es gibt ganz verschiedene Gründe. Verschiedene Erkenntnisse zur Bibel unter anderem. Der eine hat natürlich recht, sagt, ich bin richtig und ich auch. Ja. Wunderbar, jeder hat recht und hat aber verschiedene Meinungen. Das gibt es unter Christen. Ist erst mal rein menschlich, dass das so ist. Wir alle lesen den Liebesbrief Jesu, den er uns gegeben hat. Schon im Alten Bund hatten ja die Juden das Alte Testament. Und jetzt haben wir als Christen das auch und das Neue noch dazu von Jesus her. Und wir kennen die Bibel als das Gebrauchsanweisungsbuch von unserem Hersteller, von unserem Schöpfer. Gut, dass es eine Gebrauchsanweisung gibt. Noch besser, wenn man sie befolgt. Das Problem von uns Christen ist oft, dass wir die Gebrauchsanleitung haben, aber nicht befolgen. Das ist ein echtes Problem. Dann können wir uns Christen nennen und sagen, im Bücherregal, auch ganz schön dickes Buch habe ich da stehen, das ziert das Bücherregal. Wunderbar, wenn es das Bücherregal ziert. Noch besser, wenn wir leben, was drin steht. Nach der Herstelleranweisung handeln. Ja, was gibt es denn so für theologische Gründe? Ein Grund, theologisch gesehen, ist, dass Christen mitunter dieselbe Bibel lesen und trotzdem Verschiedenes rausnehmen. Zum Beispiel gibt es einen 2000 Jahre alten Streit unter uns Christen, vielleicht auch die wir heute Abend hier zusammen sind, als der Leib Jesu heute Abend hier in Annaberg, die sich hier versammelt haben. Aus verschiedensten Hintergründen. Also ich weiß, liebe Geschwister aus der Pfingstgemeinde sind vertreten,
machen sogar mit bei uns im Lobpreisabend und dienen hier an der Technik. Wunderbar. Adventgemeinde, ach, die kann man nicht als Gäste bezeichnen, die sind unsere Gastgeber und mehr als das. Oh, was da gewachsen ist an guten Miteinander, das ist einfach wunderbar. Das ist ein großes Geschenk des Herrn. Geschwister aus Geier, aus unserer lutherischen Gemeinde, die jetzt bald keinen Pfarrer mehr hat, weil der an die Pfarrstelle wechselt. Ja, schön, dass wir uns sehen, Gemeinschaft haben heute Abend. Also wenn ich so hier reinblicke, ich könnte viele Sachen erzählen von Leuten, die ich sehe und wo gleich bei mir irgendwo eine Assoziation im Hinterkopf losgeht. Aber wir haben teilweise verschiedene Meinungen zu Fragen. Also 2000 Jahre, habe ich schon angedeutet, gibt es Streit unter Christen. Ein Thema, über das wir nicht lernen, bei Licht auf dem Berg, um Streit zu vermeiden. Denn worüber Christen sich schon 2000 Jahre lang streiten, da müssen wir nicht die Fortsetzung machen, indem ich darüber jetzt predige. Also ich vermeide es, darüber zu predigen. Ich will es trotzdem mal erwähnen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Sonst sitzt ihr jetzt da und denkt, der Frank spinnt. 2000 Jahre Streit unter Christen, das kann es ja gar nicht geben. Oh ja, das gibt's. Thema Taufe. Eigentlich etwas, was Jesus gegeben hat als ein Grundelement. Einen sollte es wahrscheinlich sein. Und das Gegenteil dazu ist es pervertiert. Ist ein Streit, was ist die richtige biblische Taufe, Kindertaufe oder Glaubenstaufe. Das wird so gegeneinander gestellt. Von damals fast an bis in unsere Tage ist es immer wieder ein Thema. Und die einen sagen, ihr habt nicht den biblischen Glauben. Und die anderen sagen, ihr habt nicht den biblischen Glauben. Gibt es immer wieder. Und dann treffen wir uns, können zusammen hutzen gehen und können uns lieb haben und alles. Aber über das Thema Taufe sollte man vermeiden zu reden. Ist gut, wenn man es vermeidet dann auch, wenn man weiß, wir haben da verschiedene Erkenntnisse. Manchmal ist besser, wenn man das einfach stehen lässt. Ist wirklich besser. Mir gefällt es, dass schon die alten Kirchenväter teilweise weise Sachen zu dem Thema geschrieben haben, ohne daraus eine Lehre zu machen. Ich will nur mal so ein Zeugnis vorlesen von einem alten Kirchenvater, der heißt Origenes. Der ist im Jahr 185 geboren worden. Und der bezeugt etwas, was vielleicht nach meiner Meinung Streit schlichten helfen kann. Er schreibt, die Kirche hat von den Aposteln die Überlieferung empfangen, auch, ich habe mal auch für mich ganz groß und fett geschrieben, die kleinen Kinder zu taufen. Was schreibt er? In dem auch drückt er aus, das Normale scheint da zu sein gewesen, dass Leute zum Glauben gekommen sind, sich haben taufen lassen. Und aber von den Aposteln haben wir die Überlieferung, auch kleine Kinder zu taufen. Da stellt er zwei Sachen, die es gab, nebeneinander und sagt, auch. Wie wunderbar wäre, wenn wir im Herzen so ein Auch haben könnten für das Miteinander und sagen könnten, ja, in meiner Kirche, in meiner Konfession ist es so üblich und bei euch ist es so üblich. Und dann einfach sagen können, auch. Und wir sind Geschwister, weil wir Jesus lieb haben und wir wollen das auch stehen lassen, was der andere an Erkenntnis hat. Das wäre für mich also wunderbar, wenn wir das so leben könnten. Manchmal kommt dann aber so ein komischer Gedanke auf bei uns, dann verrate ich vielleicht die Wahrheit. Die Wahrheit, die der Herr mich hat erkennen lassen. Kann ich das wirklich stehen lassen, einfach was der andere glaubt, an Erkenntnis hat? Oder soll ich nicht doch darum kämpfen, meins so zu Gehör zu bringen, damit noch mehr so ticken wie ich dann am Ende vielleicht? Also ich glaube, dass Jesus in dem ganzen Dilemma ganz besonders gebetet hat. Johannes 17, Verse 20 bis 21. In einem Lied ist das mal ein bisschen so zusammengefasst worden, was er da gebetet hat. Vater, mach sie eins, dass die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Ist ein bisschen verkürzt, wie schon gesagt, aber genau das ist das Herz Jesu. Er liebt die, die so ticken, und liebt die, die so ticken, wenn sie ihn nur von Herzen lieben. Jesus hat gesagt, alle Gebote werden zusammengefasst in dem einen. Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und liebe auch deinen Nächsten, ich sag mal Mitbruder oder Mitschwester in den Gemeinden, die es hier gibt in meiner Nähe, die Nächsten, wie dich selbst.
tolle Zusammenfassung von Jesus für alle Gebote. Das gefällt mir, dass Jesus manchmal unsere komplizierten Fragen und Erkenntnisse so runterbricht auf was ganz Einfaches. Liebe. Lebt Liebe. Lebt Liebe im Miteinander. Gebt Liebe weiter. Und zuerst die Liebe zum Vater und dann auch untereinander, genauso wie ich mich lieb habe, alle anderen mindestens genauso lieb haben. Ein wunderbares Wort. Sind nicht nur die geistlichen Dinge, die Christen mitunter trennen, weswegen es wichtig ist, dass es so einen Allianz-Gebetsabend gibt, wo man ganz bewusst mal die Einheit wieder sucht und das Miteinander betonen will. Wir gehören zusammen zu einem Leib. Im Himmel wird es nicht mehr die evangelisch-lutherische Tischecke geben, die adventistische, pfingstlerische und methodistische und brüderische und was es alles gibt. Oder ganz neue freie Gemeinde-Ecke. Es gibt sicher viel Freiheit im Himmel. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber verschiedene Ecken werden wir da bestimmt nicht haben. Wir werden beim Hochzeitsmahl des Lammes an einem Tisch, wahrscheinlich an einer Tafel, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das im Himmel ist, ist natürlich menschlich gedacht, Gott lacht vielleicht drüber, wie einfach der Frank manchmal tickt, aber sein Wort redet so einfach. Ihr seid eingeladen zum Hochzeitsmahl Jesu und er lädt seine Braut, die die Gemeinde sein soll, ein. Das sind jetzt nicht so viele Bräute, wie es Konfessionen gibt. Eine Braut ist eingeladen. Und wenn wir uns dann auf dem Weg dahin streiten, gehörst du auch dazu? Und du? Ja, wer denn nun? Wer gehört zur Braut Jesu? Wir. Wir dürfen dazugehören. Wunderbar. Und vielleicht sitzen gerade die, denke ich manchmal so für mich, am Tisch nebeneinander, die auf der Erde gar nicht so gut miteinander konnten. Das wird sicher die Genialität Jesu sein, der das schon bei seinen Jüngern so gemacht hat. In der einen Ecke saß dann Nationalpatriot der Juden, der so ein Kämpfer war für die Juden, für das, die Juden müssen wieder einen jüdischen Staat haben, nicht unter der Knute der Römer leben. Und dann sitzt dieser zweite Judas vielleicht in der Ecke und Jesus sagt, da haben wir doch noch den Matthäus, der mit den Römern zusammenarbeitet. Komm mal, Matthäus, setzt euch doch mal nebeneinander. Das war Jesu Praxis. Er setzt vom Menschlichen, wie Menschen gedickt haben, völlig verschiedene Jünger zusammen an einen Tisch und lebt mit ihnen Jüngerschaft. Und betont ganz einfach im normalen Leben Einheit. Lebt Einheit. Lebt mit mir in der Mitte. Ich will euer Haupt sein und ihr sollt mein Leib sein. Simpel heruntergebrochen und ja, das hat sicher innerlich erstmal ein bisschen was an inneren Kämpfen gebracht, damit die äußeren Kämpfen in den Frieden Jesu eingemündet sind. Aber Jesus hat das hingekriegt, seine Jünger mitzunehmen auf diesem Weg. Ja, in unseren Tagen haben ja die Christen noch ganz andere Themen gehabt. Da ging es gar nicht mehr um die Bibel. Da war viel schlimmer, so andere Maßnahmen in der Zeit, die hinter uns liegt jetzt, haben hauptsächlich Gesundheitserkenntnisse verschiedener Art zur Spaltung unter Christen geführt. Corona-Maßnahmen halten oder nicht. Ich kann euch eine Story dazu ganz kurz mal weitergeben, ohne Namen natürlich, die wirklich passiert ist. Traurig, aber wahr. Ein Kirchvorsteher kontrolliert beim Einlass zum Gottesdienst die aktuellen Corona-Tests. Sein Schwager, der vor der Tür stand, hatte keinen dabei und er ließ diesen nicht hinein. Das führte zum Bruch in dieser Familienbeziehung und die Familie des Schwagers ging seitdem nicht mehr zur Gemeinde. Tatsächlich passiert nur ein Beispiel von vielen. Da könnte sicher jetzt jeder aus seinem Hintergrund und mit seiner Erkenntnis natürlich erzählen, warum die anderen so böse sind. Ich sage mal, wir brauchen hier ganz dringend, dass wir nicht nur beten um Versöhnung, sondern auch Schritte der Versöhnung wieder gehen aufeinander zu, damit wieder miteinander möglich wird, was Jesus will. Er will eine Braut. Er arbeitet daran, eine flecken- und fehlerlose Braut zuzubereiten für die Hochzeit. Das ist so das, was er mit uns allen tun will. Er will uns in eine Einheit hineinbringen, damit er wiederkommen kann. Das ist erstmal was ganz Geniales, was Jesus vorhat als Ziel mit uns. Versöhnung suchen braucht Schritte. Und wir können vielleicht auch ein Stück drum beten, was wir dann hinterher auch noch tun wollen in der zweiten Gebetszeit. Herr, zeig uns Schritte. Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir da, wo was zerbrochen ist, wieder ein Miteinander finden? Hast du eine Idee, die wir
tun können, hier in Annaberg, hier in der Region Annaberg, dass Miteinander wieder möglich wird, dass dein Leib wieder eins wird. Und nicht so, wie ich es gelesen habe, tatsächlich in einem Bericht, wo auch neue Gemeinden in Annaberg erwähnt worden sind. Und dann in so einem Bericht da drinnen steht, ja, ich bin aus der alten Gemeinde raus wegen Corona-Maßnahmen und auch erschien mir dort das Gemeindeleben nicht mehr so tief. Und jetzt habe ich wieder was Neues gefunden, wo es hoffentlich tiefer ist und hoffentlich keine Corona-Maßnahmen so durchgesetzt werden. Es mag ein Grund sein, eine Gemeinde zu verlassen und sich einer neu gegründeten anzuschließen, aber ich sage, das ist ein ganz trauriger Grund. Jede Gemeinde, die auf einer Wurzel des Frusts und des Zerbruchs entsteht, der Unversöhnlichkeit, hat in sich schon wieder was Krankhaftes. Bei allem Guten, was so eine neue Gemeinde vielleicht mitbringt und möchte und einen Heiligen Geist erleben will. Aber wenn das auf so einer kranken Wurzel wächst, da kommt auch bei den Früchten wieder Krankheit raus. Das ist normal, das hat Jesus ganz deutlich erklärt. Er hat viel über Gartenbau gelehrt, obwohl er selber kein Gärtner war, sondern Zimmermann. Aber er hat viel Ahnung gehabt in der damaligen Zeit, wie das aussieht. Ich denke, wir verstehen, was damit gemeint ist. Wir brauchen, dass wir wirklich demütig werden und sagen, wir kriegen das alleine nicht hin. Wir wissen nicht, wie wir das regeln sollen. Das sind so verschiedene Gedanken, Erkenntnisse in den Köpfen, die wir nicht einfach Bügeleisen nehmen können und kletten können. Wenn es so einfach wäre, hätten wir es schon gemacht. Der Bibeltext von heute, der redet davon, was ein Heilmittel ist. Die Einheit. Also, ich lese es mal so vor, wie es in dem Text von heute steht. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Hier ist etwas noch erwähnt, was wir leben sollen, sondern also, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig beieinander wohnen. Einträchtig, das ist ein altes Wort, wir kennen das nur noch durch Eintracht Frankfurt. Ja, bei den Fußballern gibt es sowas noch. Die haben noch im Spiel eine gewisse Eintracht, auch wenn die sich manchmal aus Versehen faulen und Ähnliches machen. Kann passieren. Aber Eintracht, merkt man, die spielen gemeinsam und wollen als Team Tore schießen, wollen als Team ein Ziel erreichen, gemeinsam was voranbringen. Das brauchen wir als Gemeinde genauso. Und deswegen ist sowas, was hier zu sehen ist, in diesem historischen Bild, was ganz wichtig ist, dass eben diese Schritte zur Versöhnung praktisch werden, wie es im Jahr 2000 mal praktisch geworden ist. Es sind ja mal sehr unschöne Worte von einem Vertreter unserer lutherischen Kirche gefallen, hier gegenüber Geschwistern von der Adventgemeinde. Und das hat uns so nicht in Ruhe gelassen, nachdem wir das mal erfahren haben und gehört haben. Es ist schön, dass damals ein Pfarrer in Annaberg war, Pfarrer Carsten Rensing, der sich stellvertretend für die Vertreter zur lutherischen Kirche, entschuldigt hat für die Worte, die verletzend gefallen waren in Richtung Adventgemeinde hin. Und hier rechts sieht man es ein bisschen, da ist dem damaligen Pastor der Adventgemeinde dann so ein gelbes Röschen überreicht worden. Das war natürlich nur was Symbolisches. Ein Röschen kann keine Einheit schenken. Aber ein Herz, was Röschen weitergeben möchte, und den anderen als Geschwister sehen will und es erkennen will, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Das macht den Unterschied. Jesus sucht die Herzen, die bereit sind, Schritte zur Versöhnung zu tun. Wir haben damals gemerkt, was das alles bewegt hat. Also ich bin euch von Herzen dankbar, dass ihr euch so drauf eingelassen habt, auch auf unsere verrückten Ideen, Annaberg zu vereinen, durch Transformation-Videos. Und ihr hattet den Beamer und wir sind zu euch gekommen, haben gefragt, können wir mit allen Vertretern der Gemeinden von Annaberg hier so ein Video zusammen angucken, wie verschiedene Orte gebetet haben in Einheit um Veränderung in den Orten durch Jesus und sich verschiedene Konfessionen eingelassen haben auf dieses gemeinsame Gebet für Veränderung durch Jesus. Ihr habt gesagt,
da müssen wir erst mit der Gemeinde drüber reden. Das bedeutet ja auch für uns, dass wir da Dinge vielleicht verändern müssen und umdenken müssen in manchen Gebieten. Und ihr habt dann mit der Gemeinde geredet und hinterher gesagt, ja, das wollen wir. Ich bin euch dankbar, also ihr lieben Schneiders, da ganz vorne an. Ja, also ihr seht ja hier den... lieben Peter, noch mit etwas schwärzeren Haaren oder dunkleren Haaren als im Moment. Ihr seht, es ist schon eine Zeit vergangen seitdem. Und wir haben viel Schönes seitdem miteinander erlebt und können nur sagen, wir sind eine Familie geworden. Das ist was Wunderbares, dass wir das so erleben können, rein subjektiv. Wir sind eine Familie geworden. Es war uns wunderbar, dass damals Pro Christ auch so stattfinden konnte in Annaberg, wie es stattgefunden hat. Alle Gemeinden, selbst die katholischen, die gar nicht zur Allianz gehören, zur evangelischen Allianz, war der Priester mit dabei und hat sich mit eingeklinkt, hat gefragt, ob er was mitmachen kann und was noch da so an Aufgaben ist. Das war eine schöne Sache, war wunderbar. Das gibt einer Stadt Hoffnung. Und dass sich Leute bei Pro Christ entschieden haben für Jesus, ist mir kein Wunder. Weil Einheit bringt Frucht zur Ehre von Jesus. Wir bräuchten eigentlich jetzt in unseren Tagen wieder neu die Überlegung, kann es nicht was Ähnliches geben in unseren Tagen? Es war damals gut, damals. Zeit vergangen, 2000, jetzt leben wir einige Jahre danach. Ach, damals sah unser lieber Moderator des Abends, Robert, noch wunderschön jung aus. Eine gewisse Haarpracht war ihm noch nicht gegeben. Aber wir freuen uns, Robert, auch an diesem Bild. Wir können das einfach nicht löschen. Das ist so schön. Der Marc Schröder von der Pfingstgemeinde war hier mit dabei bei so einem weiteren Abend der Einheit und andere Vertreter von allen möglichen Gemeinden. Wunderbar, dass es sowas gegeben hat, dass Einheit gelebt wurde, ganz praktisch, in praktischen Schritten. Brauchen wir wieder. Sogar einen Jesusmarsch gab es mal in Annaberg, wo Vertreter von den verschiedenen Gemeinden mitmarschiert sind. Einfach klasse. Die Jüss war zum großen Teil hier auch vertreten, natürlich. Die Jüss ist immer dabei. Aber auch der evangelische Sub hat uns gute Worte auf den Weg gegeben. Führer hieß der damals. Der katholische Priester Franz mit seinen schönen Fahrradhosen da. Und Marc Schröder, Pfingstgemeindepastor, jetzt ist er in Leipzig. Es war was Wunderbares, also wenn wir das so miteinander erlebt haben, das war Familiengefühl, Familienatmosphäre. Und eigentlich muss es so sein. Einheit durch gelebte Liebe, das ist so ein Schlüssel, das einträchtig füreinander sorgen, hat uns Jesus aufs Herz gegeben. Wir versuchen das immer mal so als Licht auf den Berg, Leute, zu leben. Wie kann man Einheit leben? Wir feiern zusammen. Dazu sind dann auch Gäste eingeladen. Feiern ist was Schönes. Jesus hat auch Feiern mitgemacht in Israel, hat sogar mal den Wein auf einer Hochzeitsfeier aus Wasser gemacht. Also es gab da tolle Berichte in der Bibel. Jesus war auf jeden Fall fürs Feiern. Ist wichtig, damit man im Leid auch sich erinnern kann an Freude, die man miteinander hatte. Es tut auch Familien gut, wenn man sich an freudige Erlebnisse erinnern kann in Zeiten, wo es etwas saurer wird. Jetzt haben wir über konfessionelle Teenie-Rüstzeiten immer wieder Vertreter aus den verschiedensten Konfessionen. Und es ist wunderbar, dass auch hier ein Vertreter von seiner lieben Gemeinde da aus Kranzahl, der Noah, jetzt das nutzen kann, was die Adventgemeinde extra hat einbauen lassen, so ein Lift, wo Rollstuhlfahrer hoch und runter fahren können und es leichter haben, hier dabei zu sein. Bei Rüstzeiten konnte der Noah dabei sein. Ist ein totaler Segen. Also ihr habt überhaupt sehr viele praktische Gaben. Das merke ich bei der Adventgemeinde, die alles, was wir nicht haben, habt ihr. Oh, wunderbar, dass der Herr uns so zusammenstellt. Die Leute, die nichts haben, mit den Leuten, die so viel geben können, das ist toll. Also ich freue mich daran sehr, sehr, sehr. Möge der Herr noch viele solche guten, gemeinsamen Dinge schenken, an denen wir uns freuen können. Natürlich ist ein weiterer Weg zur Freude, besonders im Leid, den Herrn zu suchen, immer wieder. Nicole, du hast uns schön beschrieben, wie das ein Kampf ist für dich. Und diesen Kampf kämpfen, das ist der Kampf des Glaubens im alltäglichen Gebet,
auch wenn es einem gar nicht danach ist, weil die Gefühle was ganz anderes gerade sagen. Wir müssen den Herrn suchen. Und die Jahreslosung spricht dann voll die Antwort da hinein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat nicht nur die Hagar vor zigtausend Jahren, ich weiß nicht, wie viele es genau waren, erlebt mit dem Abraham und der Sarah, wo es ja, so ein bisschen clinchmäßig zuging. Und sie dann auch eine Leidende war und dann aber im Leid erfuhr, Gott hat mich gesehen, mitten im Leid. Und Gott war da, als ich gedacht habe, jetzt ist keiner mehr da, der mich leiden kann. Jetzt bin ich nur noch ausgestoßen, jetzt bin ich ein Fremdkörper unter Leuten, die sich miteinander freuen. Ich habe nur Leid. Nein, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe einen, der mich sieht. Und das ist wunderbar, dass wir das als Jahreslosung dieses Jahr mitnehmen dürfen. Auch mitten in allem Leid, was wir vielleicht auch in Deutschland erleben werden. Teurere Preise, manche, die vielleicht überlegen, schaffe ich es noch, das zu bezahlen, was ich bisher an Lebensstandard geführt habe. Geht das noch so weiter? Oder wird da manches hart, richtig hart? Es ist gut, wenn wir füreinander einen Blick haben in so einer Situation. Einer hat immer den Blick für jeden von uns. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wunderbar, die Antwort auf viele Gebete. Ist noch einer da, der mich sieht? Amen, du bist ein Gott, der mich sieht. Meine Mutti hat es auch so schön erzählt. Das könnt ihr euch auch noch auf YouTube angucken. Wenn ihr eingebt, Erika Otto, das reicht bei YouTube. Die finden das immer. Die Geschichte eines neuen Lebens steht da als Überschrift drüber. Wenn man als Kind KZ erlebt hat und erlebt hat, wie die eigene Mutti dort stirbt, sich zu Tode arbeiten muss und Quälereien auch da sind, die zu Tode bringen und viele Kinder ringsherum sterben, viele Erwachsene ringsherum sterben und ein Brüderchen gerade so noch durchkommt, nachdem ein anderes schon gestorben ist. Meine Mutti hat erlebt, selbst im KZ gab es eine Gebetsgruppe, die gebetet hat mitten im Leid und den Herrn gesucht hat. Sie hat erlebt, wie der Herr sie durchgetragen hat und ihr hinterher neue Eltern, Adoptiveltern gegeben hat, die sie aufgenommen haben, die sie mit Jesus bekannt gemacht haben. Sie durfte Jesus erfahren. Und was in dem YouTube-Video weniger rüberkommt, aber ihr könnt mal in dem Text, der drunter steht, ein Stück runterscrollen. Und da kommt noch ein anderes Video, was jetzt nicht extra gelistet ist. Aber wenn man da unten das, wo es ums Thema Vergebung geht, anklickt, da hat es die Mutti mal in der Strobelmühle erzählt, mit Manu zusammen als, ja, wie nennt man das? Interview. Ah, toll, ich bin manchmal etwas, wie nennt man das Wort? Ich stehe auf dem Schlauch. Ah, einwandfrei, gut formuliert. Manu sagt so, dass jeder kapiert, was los ist. Ja, also das rate ich euch, das auch mal anzugucken, das unten drunter, das Video, was da extra mit Link zu finden ist. Klickt den Link mal an. Eine schöne Zeit und da erzählt Mutti viel darüber auch, wie sie das Thema Vergebung leben konnte. Ist ja nicht einfach, wenn einem alles weggenommen wird, man wird vertrieben von seinem Zuhause weg und dann fährt man hinterher wieder nach Polen, nachdem es geht und sieht sein Zuhause wieder, sieht die Leute wieder, die jetzt in dem Haus gewohnt haben. Inzwischen ist es abgerissen, aber es war eine Erfahrung und ich freue mich an meiner Mutti, die wirklich durch Jesus vergeben konnte und Vergebung gelebt hat. Und die dann auch das Gute erlebt hat, dass die Leute sie genauso herzlich aufgenommen haben, wie eine Familie. Ich weiß nicht mal, ob die Christen sind dort. Aber wenn man das sieht, was Christen immer sehen sollen, Liebe weitergeben, Versöhnung, dann wird man immer wieder Gutes empfangen. Und das sehe ich bei dir, Mutti, da freue ich mich ganz sehr. Du bist mir ein super Vorbild. Mögt der Herr mir ein bisschen was von dir geben, dann wäre ich schon zufrieden. Ja, auch ich habe Jesus als Freudebringer im Leid meines Lebens erlebt, aber davon erzähle ich heute nichts. Wir wollen ja noch eine Gebetszeit haben. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir wollen in dieser zweiten Gebetszeit jetzt besonders mal beten um Versöhnung in den Gemeinden. Wo ihr seht, wo da was krankt an Versöhnung, wo Streit ist, vielleicht über totalen Nichtigkeiten, die nur auf Facebook manchmal riesig aufgeblasen werden oder sonst wo, wo leider die sozialen Medien keine Hilfe sind. Wo kann es da Heilung hineingeben? Wo kann man auf Leute zugehen, die im Bösen sich vielleicht getrennt haben? Es wäre schön, wenn wir da mal ein Stück hineinbeten könnten in diese Situation der Gemeinden, die Heilung brauchen. Und um neue Ideen könnt ihr beten, dass der Herr die Gemeinden von Annaberg beschenkt,
vielleicht mit einer neuen gemeinsamen Sache, die uns vom Herrn gegeben wird, dass wir gemeinsam daran mitmachen können. Denn wenn man was Gemeinsames tut, hat man es schwerer, gegeneinander zu sein. War jetzt Amen. Robert, du darfst nochmal anmoderieren, diese Gebetszeit. Vielen Dank. Da gibt es nichts dazu zu sagen, außer dass wir das jetzt praktisch tun. Noch einige Minuten, dass wir uns nochmal einander zuwenden und nochmal dafür beten, für Versöhnung, für Heilung, für Wiederherstellung, auch in Bezug auf unsere Gemeinden. Nun geht's los. Amen. Vielen Dank, lieber Frank, dass du uns in das Thema mit reingenommen hast und auch, dass du die wunderbaren historischen Bilddokumente mit uns geteilt hast. Ich möchte noch eine Einladung oder zwei Einladungen aussprechen. Das eine, die Allianz Gebetswoche ist noch nicht vorbei. Morgen ist ein gemeinsamer Gottesdienst am Emilienberg in der methodistischen Kirche mit gemeinsamem Abendmahl. Da sind alle eingeladen, 10 Uhr geht's los. Und am Montag ist noch in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Buchholz auf der Fröbelstraße ein Gebetsabend und am Dienstag in der katholischen Kirche hier gleich in der Nachbarschaft, kann man sagen, jeweils 19.30 Uhr. Und dann wollen wir auch schon mal vorausschauen, gerade weil so viele Leute heute da sind, zu Karfreitag wollen wir wieder einen Lobpreis-Gottesdienst 2 sogar haben in der Sporthalle vom EGE. Da werden wir nachmittags 15.30 Uhr einen Gottesdienst anbieten, der auch für Familien vor allem attraktiv ist, denn da wird es Kinderprogramm geben in unterschiedlichen Altersgruppen. Und abends 19 Uhr wird es dann noch einen Gottesdienst geben. Es geht einfach darum, dass wir in Vorjahren aus allen Nähten geplatzt sind und wir hoffen, dass es sich ein bisschen verteilt und nicht trotzdem alle abends kommen. Von daher kommt auch schon am Nachmittag vor allen Dingen die Familien und abends ist dann nochmal die Möglichkeit. Und es gibt aber auch einen Livestream, ist aber nicht so gut, wie live dabei zu sein. Und nur noch zwei Informationen, ja, Frank? Ja, abends ist keine Kinderbetreuung. Das, wer Kinderbetreuung will, muss nachmittags kommen. Ganz wichtig, merkt euch das. Jetzt gleich im Anschluss gibt es hier vorne noch die Möglichkeit, Gebet und Segen zu empfangen. Da sind mehrere Leute da. Wenn ihr ein Anliegen habt, kommt nach vorne, lasst für euch beten. Wer gerne noch die Gemeinschaft genießen will, miteinander reden will, dann versucht mal trotz der Menschenmassen nicht hier im Raum zu bleiben, sondern wir haben hier oben diesen Speisesaal, da sind noch so ein kleiner Imbiss, so einige Snacks, da kann man sich noch ganz gut unterhalten. Und jetzt wollen wir noch zum Abschluss unser Abschlusslied singen. Wir stehen einfach alle dazu mal auf und singen noch gemeinsam, stehen wir hier.
dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Sei sie doch wieder. Halleluja. Amen.